What can I do? Yes? Certainly. Okay, ein Vitrak-Wächter ist aggro auf uns. Habe ich deine KI verstellt? Ja, habe ich auszusehen. Zwei Rohlinge. Das ist nicht so doll. Der wirft den mal um, Alof, da die jetzt so weit voneinander wegstehen. So, das waren die Vitrax. Sind wir die wenigstens auch mal los. Oh? Boah, die haben aber jede Menge Geld dabei. Of course. Can you make the stars right again? Ich kann dir einfach nicht helfen. Can help me. The stars, if you can find the stars. Okay, Sterne finden. So, die sollten ja alle noch beruhigt sein, solange ich ihre Orgelmund nicht beschädige. Jetzt können wir uns wahrscheinlich auch wieder in Freiheit hier bewegen. Und ja, das Siegel ist immer noch da. Beanspruchung, Ablehnung. Konstanter Wiederherstellungseffekt, also konstante Heilung. Ja. Untere Ebenen bitte jetzt. So, hier können wir durchlaufen. Hierfür bräuchten wir halt entweder 12 Mechanik, was wir einfach nicht zusammenkriegen ohne Seraphin. Hier ist das Schlachthaus. Ja. Sie Trouble. Und hier ist ein Beobachter. Hey, gucken. Der hat hier irgendwas bewacht. Whoa, whoa, look. Yeah.
Durchdring den mal. Dann durchdringe ihn noch stärker. Oh, sie ist betäubt. Aber ist egal, wir haben eh gleich gewonnen. So. Alle tot? Alle tot. Auf diesem alten Holztisch stehen ein kompliziertes Alchemie-Set, mehrere Flaschen und verschiedene andere Materialien. Den Tisch und die Dinge darauf untersuchen. Das Alchemie-Set ist zwar antik, aber gut gepflegt und einsatzfähig. Eine Flasche mit Korken steckt in einer Metallhalterung. Intelligenterweise ist sie mit einem roten X über der groben Zeichnung einer Feuchtspure versehen. Es scheint sich um ein starkes Fungizid zu handeln. In einem kleinen Metallschal liegt ein großes Stück eines schwach leuchtenden Pilzes. Das Fungizid nehmen. Die Flasche wiegt schwer in deiner Hand, anscheinend ist sie ziemlich voll. Ja. Das Fungizid in ein Düngemittel für Pilze verwandeln. Nicht genug. Trotz stundenlanger forcierter Arbeit mit den Bechern und Flaschen ist das Fungizid so tödlich wie eh und je. Fehlschlag, Alchemie. Er hat keine Alchemie. Alchemie 2, Athletik, keine Alchemie. Du hast nur Arcana und du hast auch nur Arcana. Den Pilz nehmen. Du lässt den Pilzschein in einen Beutel und befestigst ihn unter deiner Ausrüstung. Habe ich das jetzt wirklich gewollt, ist die große Frage. Dieses Buch enthält umfassende Karten des Nachthimmels, zeichnet die Bewegung verschiedener bekannter Kometen auf und spekuliert über die Existenz anderer Himmelskörper, die den Augen der Gestandenen bislang verborgen blieben. Der Tonfall des Autors ist freundlich. Er ermutigt alle, mit einer Leidenschaft für die Sterne ihre Neugier zu hegen und im endlosen Unbekannten zu einem besseren Verständnis von sich selbst zu finden. Die Karten können irgendwann mal einmal nützlich sein. Die Lektion könnte jedem nützlich sein. Ja, Berkana das Buch bringen. What do you need? Keeping an eye out. Yes? Some sure. Ja, ist da überhaupt irgendwas drin, dass es sich zu plündern lohnt? Je mehr ich von diesem Ort sehe, desto weniger verstehe ich ihn. Ich meine damit nicht die Einzelheiten, die sind klar genug. Zu klar, um genau zu sein. Vale bewahrt Geheimnisse, aber auf chaotische Art und Weise. In diesen Hallen jedoch ist alles organisiert, kategorisiert, sterilisiert. Dieser Ort kann nicht Vales Wille sein. Ist er wahrscheinlich auch nicht mal. Something I can do. Yeah, right away. Oh. Wie nett. Of course. Mataru-Krieger, was hast du zu sagen? Habe ich mich verlaufen? Hervorragender Dolch, huh? Große Heilungsschriftrolle. Be constant.
Absolutely. Indeed. So, reicht's dir? Ja. I'm here. Da war der Schlüssel zum Fleischkontrollraum. Fungizid. Die Bibliothekare der verschleierten Hallen scheinen das potente Gift im Rahmen ihrer Bemühungen zur Bekämpfung eines Pilzbefalls entwickelt zu haben. Der Pilz war in der Sammlung eingesperrt, konnte jedoch entkommen. Mhm. Und ein Schlüssel. Wo ist er denn? Ernsthaft, ich habe ihn doch eingesammelt. Das sind nur vor Todeslichtschlüssel. Oh, ein ziemlich netter Panzerbrecher übrigens. Macht aber weniger Schaden, als wie wenn ich ihn halte. Ah, auch gut. Ich habe doch den Schlüssel eingesackt, oder nicht? Habe ich ihn aus Versehen bei mir reingesteckt? Nö. Schlüssel. Dieser Schlüssel fühlt sich warmer an und weicher, als es sein sollte. Wo ist der, bitteschön? Nicht hier, bei Sonstiges. Ah. Okay, manche Schlüssel sind da nicht ganz so wichtig. Ah, jetzt bin ich mal gespannt, was wir hier drin kaputt machen können. Dieses Gerät ähnelt denen mancher irgendwie titanischer Maschinen, die du in der Vergangenheit gesehen hast. Werden diese hauptsächlich von Fleisch und Knochen übernommen. Sehnen und Muskeln sind mit den antiken Mechanismen in der Maschine verschmolzen. Construct Regulator. Arkmir tried to build one himself, but neither of us wanted to cut its nails or trim its fur. Ein Konstruktregulator. Arkemir hatte versucht, selbst einen zu bauen, aber keiner von uns wollte seine Nägel schneiden oder seinen Pelz stutzen. Fasina knurrt ein Stück Haut an, das über der Steuerungspanel gespannt ist. Yet another vile horror in this prolonged succession of nightmares. Und noch ein weiterer Schrecken in dieser langen Abfolge von Albträumen. Mit verschränkten Armen schüttelt sie langsam den Kopf. Hey now, at least we haven't stumbled across a corpse tree. Yet. Hey, da. Immerhin sind wir noch nicht über einen Leichenbaum gestolpert. Noch nicht. Hat der in Gilded Rail nicht gereicht, also in Goldtal? Stinkender Eiter quillt aus einer ungesehenen Öffnung heraus und tropft kontinuierlich hinab. Nicht unähnlich dem Schmieröl eines Konstrukts. Nun, das ist einfach schrecklich. Das Gerät gurgelt leise. Nach einer langen Stille kommt ein Hauch feuchter Luft durch das Auge eines befestigten Schädels. Du kannst nur spekulieren, ob die Maschine in einem funktionellen Zustand ist. Die Maschine untersuchen. Dieses Gerät mag einst ein gutes Beispiel für Kunsthandwerk der Inquitan zu sein, aber seit den vergangenen Jahren waren... nicht zuträglich. Es scheint auf mehr als eine Art mit dem örtlichen Fleischkonstrukten verbunden zu sein. Haut und Knochen haben sich über allen wichtigen Paneelen ausgebreitet und machen so viele der alten Steuerungen nutzlos. Dieses Gerät hat die Hochzeit der Zahnräder und Getriebe schon lange Die Hochzeit der Zahnräder und Getriebe schon lange überschritten. Es ist ein lebendiger Organismus und als solcher würde es vielleicht günstiger auf eine freundliche Berührung reagieren.
I seem to recall these controllers gather bits and pieces of leftover scrap from the work of knitting flesh and bone. Over time, they develop tumors, limbs, and even organs. Ekelhaft. Ich erinnere mich, dass diese Steuerung Teile übrig gelassener Abfälle sammeln, die durch das Verstricken von Fleisch und Knochen entstanden sind. Mit der Zeit entwickeln sie Tumore, Gliedmaßen und sogar Organe. Getting them to cooperate is not so simple as flipping a switch. Better to imagine milking a giant cow or petting a cat.